Immerhin, das Glühlämpchen bringt sie noch zum Leuchten, diese 9-Volt-Blockbatterie. Der 10-jährige Bela Bischoff aus Rostock hatte sich schon immer gefragt, ob die Batterien wirklich weggeworfen werden müssen, wenn sein elektronisches Spielzeug nicht mehr funktioniert. Mit Unterstützung des Rostocker Freizeitzentrums hat er nach Testmöglichkeiten gesucht. Die Ergebnisse seiner Experimente hat er beim 27. Landeswettbewerb Jugend forscht und Schüler experimentieren präsentiert. Wir haben rausgekriegt, bei einem 9-Volt-Block, da ist es so, dass wenn der noch über, also mit Belastung noch über 5 Volt hat, dann kann man ihn noch eigentlich ordentlich benutzen. Wenn ich da jetzt zuschalte, da ist noch, die ist noch, die kann man noch benutzen. Und bei einer AA-Batterie, also bei dieser, da ist es so, dass wir rausgefunden haben, wenn es so ungefähr 1,4, 1,3 Volt mit Belastung hat, noch, dann kann man sie eigentlich noch ganz gut benutzen. Diese ist halt jetzt leer, da sieht man jetzt schon auf den ersten Blick, wenn man sich damit auskennt, dass die schon leer ist. Jetzt kann ich nochmal die Belastung dazu schalten, aber die ist dann komplett leer. Bela war einer von 66 Kindern und Jugendlichen, die ihre oft monatelangen Arbeiten in der Rostocker Stadthalle der Öffentlichkeit und einer Jury vorgestellt haben. Die Nachwuchsforscher im Alter zwischen 10 und 21 Jahren kamen vor allem aus Rostocker Schulen. Diese drei Schüler der Christophorus-Schule haben sich am autonomen Fahren versucht. Seit Oktober haben sie an diesen Flitzern getüftelt. Wir haben versucht, zwei Autos zu bauen, die entlang weißer Linien fahren auf schwarzem Untergrund mit Hilfe von Sensoren, von zwei Lichtsensoren. Und das eine Auto hat die Fähigkeit, wenn Sie auf die Abbildung mal schauen, dass das eine Auto schneller ist als das andere und überholen kann. Also ausscheren und wieder einscheren. Und das ist halt unser Grundprinzip gewesen. Und wir wollen halt damit exemplarisch zeigen, dass auch Schüler durch wenig Aufwand autonomes Fahren auch so selbst, sag ich mal, basteln können. Die Themen waren breit gefächert. Da wurden die Auswirkungen unseres Abfalls untersucht oder der Nutzwert von Entengrütze für die Neutralisierung von Nitrat im Grundwasser. All das mit hohem wissenschaftlichen Anspruch und häufig mit universitärer Unterstützung oder anderen Partnern. Obwohl die Nachwuchsforscher hier einmalige Erfahrungen sammeln und viele von ihnen am Ende auch ausgezeichnet werden, ist die Teilnehmerzahl bei Jugend forscht in den letzten Jahren zurückgegangen. Das primäre Ziel neben der Organisation eines funktionierenden und schönen Wettbewerbs ist es, dass wir also diese Zahlen in den nächsten Jahren einfach vergrößern. Der Hintergrund ist der, wenn Sie sich das anschauen, es ist eine großartige Plattform für die Schüler, die ihnen geboten wird, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Sie kriegen ein super Feedback eben über die Jury und diese Möglichkeit möchten wir einfach noch mehr Schülern geben, weil wir denken, dass ihnen das sehr viel bringt für ihre weitere Arbeit. Auch Michael Enig vom Schweriner Energieversorger WEMAG hofft, dass es künftig gelingt, mehr Schulen aus Mecklenburg-Vorpommern zu animieren, ihre Schüler für Projekte in den MAIN-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Die WEMAG unterstützt den Wettbewerb Jugend forscht, ebenso wie die Stadtwerke Rostock AG. Wir sind ein Unternehmen, das ja ganz stark auch auf Nachhaltigkeit achtet. Wir sind ökologisch orientiert. Hier sind viele Wettbewerbsteilnehmer, die sich auch mit diesen Themen hier auseinandersetzen. Da wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass wir als WEMAG auch hier den jungen Leuten eine Perspektive für die Zukunft geben. Und wir sind fest überzeugt, dass wenn die jungen Leute hier mit diesen Ideen an den Start gehen, wir auch zukünftig vielleicht Mitarbeiter, junge Leute, die bei uns eine Ausbildung machen, akquirieren können, die dieses Potenzial in unsere Unternehmensgruppe tragen oder auch in andere Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Veranstaltung ist das Besondere, dass die jungen Leute außerhalb ihrer schulischen Aufgaben, die schon anstrengend genug sind, noch die Zeit und das Interesse finden, trotz der heutigen Smartphone-Geschichten etc. pp., soziale Netzwerke, hier sich einem konkreten Thema zu wenden und dieses konkrete Thema fast mit wissenschaftlichem Anspruch anzugehen
und zu einem Ergebnis zu führen. Und nicht nur das, aber auch in der Lage zu sein, dieses Ergebnis zu transportieren, zu kommunizieren. Also auf der einen Seite die Facharbeit und auch das eigene Ergebnis einem Dritten vorzutragen. Und das finden wir eine ganz spannende Entwicklung. Die muss gefördert werden. Da sind wir sehr gerne dabei. Alle Sieger des Landeswettbewerbs werden Mecklenburg-Vorpommern beim Finale des Bundeswettbewerbs Jugendforscht vertreten. Die 52. Auflage der deutschlandweiten Endrunde findet vom 25. bis 28. Mai in Erlangen im Bundesland Bayern statt.